Guten Mittag, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zum Live-Video. Mein Name ist immer noch Mohammed und ich bin immer noch in der Türkei, wie immer. Ich bleibe auch immer hier. Liebe Freunde, heute haben wir etwa 27 Grad in der Türkei, zwischen 25 und 27. Es ist bewölkt ein bisschen und wir hatten die letzten Tage eigentlich nicht so schönes Wetter. Es war am Regnen, aber es wird jetzt wieder besser. Aber es ist warm, es regnet heute nicht, aber es ist halt bewölkt ein bisschen. Die Sonne kommt nicht ganz hervor, aber ein bisschen hervor kommt sie. Zwischendurch lächelt sie uns an. Und heute bei diesem Video, Freunde, werden wir gemeinsam, ich werde euch gemeinsam einen Markt zeigen, der nicht in Manavgat ist, der nicht in Side ist, der nicht so weit weg ist, der nur 2 Kilometer von Kumköy weg ist. Das ist so ein richtiger einheimischer Markt, sag ich mal. Da sind eigentlich fast gar keine Touristen, sag ich, fast gar keine Touristen, außer jetzt die einheimischen Touristen. Die kommen, also Touristen, wie man das dann nennt, die kommen dann wohl hierhin. Und heute werde ich auch bei diesem Video die Gewinner preisgeben, die Videos geteilt haben letztes Mal. Aber ich setze meine Sonnenbrille jetzt auf, Freunde, wegen dem Wind, weil meine Augen sind empfindlich. Achtung, Auto. Wegen dem Wind. Und die Gewinner werde ich jetzt preisgeben einmal. Wir hatten ja einmal, jemand hat eine Tasse gewonnen. Ja, und jemand hat, und 3 Personen haben ein Dings gewonnen. Ein Freund der Sonne Paket mit Freund der Sonne Tee, mit ein paar Sachen noch dabei. Freund der Sonne T-Shirt, Freund der Sonne Buch, alles Mögliche ist noch dabei. Und das schicken wir dann nach Deutschland. Das war dafür, weil sie das Video geteilt hatten und somit halt die Seite auch unterstützen, dass sie auch wachsen kann. Und wie geht's euch, Freunde? Was macht ihr? Seid ihr auf der Arbeit gerade? Ich glaube, ihr seid alle am Arbeiten gerade. Und wie ist das Wetter in Deutschland? Könnt ihr gerne mal schreiben, damit ich mir noch sicherer bleibe, dass ich hier bleibe. Ich hole eben den Zettel, wo ich drauf geschrieben habe, die Namen. Einen Moment, dann weckle. Damit ich die Namen eben vorstellen kann. Ja, da. Gell, Risa? So, die Namen lesen wir jetzt vor, zusammen mit Spikey. Spikey liest jetzt die Namen vor. Gewinner. Da haben wir Spikey. Ach so, und wir gehen gleich auch bei meinem Papa im Garten einen türkischen Tee trinken. Gewonnen, Hasse. Sibelle Lotz. Sibelle Lotz, bitte über WhatsApp uns anschreiben, ja, dass sie die Tasse gewonnen haben, die türkische Tasse, weil sie das Video geteilt haben. Sibelle Lotz. Sibelle Lotz. Und Freunde der Sonne Paket hat gewonnen. Maria Bohmann hat ein Paket gewonnen. Simone Dietrich hat ein Paket gewonnen. Und Olaf von Kendin. Kennin. Kann sein, dass ich 1, 2 Buchstaben falsch ausspreche. Olaf, da gibt es ja bestimmt nur einen Olaf von Kennin oder wie das heißt. Hat Freunde der Sonne Paket gewonnen. Und Spikey? Spikey will sich bedanken, Freunde. Wartet. Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber das alles und noch viel, viel mehr Feuerzeuge sogar. Feuerzeug auch für Spikey. Das alles und noch viel mehr. Spikey kriegt mittlerweile so viele Geschenke und das noch nichts. Da ist noch mehr, viele Tüten und so viele Tüten für meine Kinder als Geschenk und Geschenke für die Mitarbeiter, die sich freuen. Ich wollte das auf jeden Fall auch jetzt in diesem Video dann noch einmal ein riesiges Dankeschön sagen. Ja, nur ich habe mir gedacht, Freunde, ich hoffe, das ist okay für euch, dass wir die meisten, also Spikey kriegt genug Leckerlis, der hat ja echt ohne Ende diese Würstchen. Sitz, Otur, Otur, mach Füßchen hoch, Otur, Otur. Ja, fertig. Dass wir auch ein paar, was hält ihr davon, wenn wir auch ein paar Sachen den anderen Straßenhunden geben? Weil das ist jetzt hier noch gar nichts, was hier liegt. Da hinten ist noch mehr.
ich weiß nicht mehr wohin und Spike soll ja nicht explodieren und der isst sein normales Futter schon gar nicht mehr, weil das nicht alles Leckerlis. Und jede Art von Leckerli, das gibt's nicht. Also schaut euch das mal an, ich habe sowas noch nie in der Türkei gesehen. Das sind Füße von Hähnen. Das ist Hahnfüße. Das ist hier dann Knochen aus Kekse oder so. Und dann hier haben wir so ein Sitz, Platz, Gassi und sowas. So ein Klickding. Also da ist so viel Sachen, das gibt's gar nicht. Das kann er heute auch noch essen. Und das Würstchen auch noch. Okay, das reicht dann erstmal. Ja, Freunde, wie gesagt, das packen wir mal zur Seite. Ich wollte auf jeden Fall nochmal ein riesen Dankeschön dafür sagen. Ja, und dann auch so viele Geschenke für meine Kinder. Jedes Wochenende sind die bei mir. Und immer wenn die kommen, die freuen sich sowas von, Papa, gibt es Geschenke? Ich sage, ja, es gibt wieder Geschenke. Und dann natürlich, ich sage, das ist von den Gästen. Aber natürlich ist das dann für meine Kinder auch noch eine größere Freude, zu mir zu kommen. Und das ist dann halt für mich bedeutet das dann halt auch sehr, sehr viel, dass man immer wieder den Kindern so eine Freude machen kann. Weil das ist nicht bezahlbar, was ihr alles uns schenkt. Ist auf jeden Fall nicht bezahlbar. Dafür wollte ich mich riesig bedanken. Oder, Spikey? Ja. Tamam, mein Liebling. Tamam. Pass schön auf den Tresor auf. Okay, Papa kommt gleich wieder. Und gleich kommt noch sowieso Fico. Der geht mit dir nochmal spazieren. Okay, mein Schatz. Tamam, Papa liebt dich. Papa liebt dich. So, jetzt geht's weiter. Erstmal muss ich ganz kurz hier was testen. Dün, dün, dün. Geistgeschädelte? Und Freunde, am Ende des Videos gibt es noch eine Überraschung. Ich habe jetzt ein neues Gewinnsache für euch. Also ihr könnt wieder was gewinnen. Vielleicht kennt ihr noch diese, warte, türkischen Augen habe ich hier irgendwo gehabt. Wo seid ihr? Oha, hier. Haben wir die türkischen Äuglein? Ja, und dann habt ihr die Chance auch diese zu gewinnen. Mit Namen drauf. Schreibt dann eure Namen drauf jeweils, weil Paket senden ist halt nicht so ganz leicht immer nach Deutschland. Habe ich mir gedacht, ich muss auch was anderes gewinnen lassen, was leichter ist. Da habe ich mir das hier gedacht. Solche türkischen Äuglein. Und die hängen wir dann bei uns in der Bar auf. Ja, und dann, wenn ihr kommt im Urlaub, und dann könnt ihr euch das anschauen mit euren Namen. Aber dann müsst ihr das Gewinnspiel mitmachen, ne? Jetzt geht's los, jetzt fahren wir mal schöne Runde oder warte. Ich heute fährt Rizzi LBZ. Unser Kameramann, sagst du auch einmal Hallo? Hallo? Jawohl. Spikey ist jetzt traurig, weil er jetzt kurz alleine ist. Ja, ist ein bisschen traurig. Aber da muss er sich auch manchmal dran gewöhnen. So, let's go. Din, din, din. Jetzt sage ich euch, wo der Markt ist, wenn ihr im Urlaub seid, wo man vielleicht auch mal hingehen könnte. Ist halt nicht so ein großer Markt mit Kleidung, aber so als Feeling Türkei, so sollte man gesehen haben, sag ich mal. Die Preise sind auch sehr gut da. Wir sind jetzt gerade hier beim Çiftçi Center. Hier ist das Çiftçi Center, da wo auch unser Reisebüro ist, für die Tagestouren. Jetzt fahren wir hier rechts Ilija gidiyoruz und fahren Richtung Ilija. Jetzt fahren wir Richtung Ilija. Ich kann jetzt auch unterwegs ein paar Kommentare lesen. Wer war schon besser? Ich sage, er soll langsam fahren, obwohl. Aha, hier ist Found Dream. Hallo! Guten Morgen! Guten Mittag! Das ist der Gefangenenbus, Freunde. Das ist das Sagica. Jawohl. Das sind die Dream Hotels, zufälligerweise. Der Bus von denen, hier ist das Worte. Und dann müsst ihr einfach Richtung Ilija fahren. Fährt man hier hoch.
Wenn man hier links fährt, fährt man nach Evrenzeki. Hier ist ein türkischer Dolmusch. Er macht Foto. Hallo. Ach so, okay. Bleibt ihr im Dezember noch die Land of Legends Abenteuer an? Bietet ihr die noch an? Ich sag so, liegt dran, wie das Wetter ist. Ich mag es nicht so gerne im Winter alles Mögliche anzubieten. Auch wenn das nicht abgesagt wird, aber wenn dann mal Regen ist, dann fühle ich mich halt nicht gut, weil das dann durchgeführt weil das dann durchgeführt wird. Und dann ist das dann so schade für manche Gäste, wenn sie dann im Regen was machen. So, Freunde, das Gewinnspiel jetzt. Wir können uns ja schon mal erzählen, wie es geht. Aber ganz wichtig ist erstmal, wer unsere Videos mag und empfehlensreich findet. Wir haben zum Beispiel heute kam ein Gast bei uns in der Bar. Der hat mir gesagt, Mohammed, wir kamen nur in die Türkei, weil wir deine Videos gesehen haben und die haben uns halt dazu gebracht. Und das war dann halt für mich eine riesen Freude, sowas zu hören. Ja, weil dann bin ich auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, dass ich ein kleines Stück in unser Land unterstützen könnte und abgesehen davon auch eine Freude machen konnte Gästen, die dann wirklich auch einen schönen Urlaub haben. Wer mitmachen möchte beim Gewinnspiel, er muss einfach dieses Video teilen, aber bitte nicht nur bei Freunden der Sonne, sondern auch vielleicht andere Gruppen oder auf seine eigene Seite und im Video, in den Kommentaren jemanden verlinken, der eventuell auch in der Türkei Urlaub machen würde, der die Türkei wenigstens schon mal anschauen sollte, um zu gucken, ob das eventuell auch ein Urlaubsland werden könnte. Ja, dass man jemanden verlinkt und das Video halt ein-, zweimal teilt. Und dann seid ihr schon beim Gewinnspiel dabei. Dann werden drei Gäste so ein türkisches Äuglein gewinnen, wo ich dann den Namen draufschreibe und dann bei uns auf der Bar aufhänge. Im Live-Video zeige ich dann, werden natürlich dann die Namen draufgeschrieben und wird es dann aufgehangen. So, das war unser Gewinnspiel. Viel Glück! Jetzt fahren wir Richtung Ilijan. Wir sind von Kumkö etwa 3 Kilometer ist das weg. Müsste eigentlich nur die Straße hier hochfahren. Hier läuft eigentlich gar kein Urlauber lang, ehrlich gesagt. Fast gar keiner. Das ist sehr einheimisch. Zum Glück haben wir so einen Roller. Jetzt können wir seit vorbei. Ja, hier können wir jeden überholen. Hier sind wir jetzt. Hallo Mohammed, wie geht's Melissa? Melissa geht schon besser. Sie hatte Magen-Darm-Grippe. Und jetzt ist besser. Jetzt ab heute ist sie wieder beim Stand. Also bei uns beim Reisebüro ist sie ab heute wieder. Also sie hatte halt Magen-Darm-Grippe, sehr schlimm. Jetzt zum Glück wieder gut. Schaut mal, hier ist eingeladen und geteilt, sagt Manuela. Danke, danke Manuela. Hier ist jetzt Ilija. Hier ist der Eingang von Ilija. Das ist jetzt eine kleine Dorf, sag ich mal, wo aber auch sehr viele deutsche Einheimische wohnen. Also die sind ausgewandert und die meisten wandern eigentlich nach Ilija, viele. Weil das halt in der Nähe von Kümkö ist. Und dort hinten ist Manavgat. Ja, Freunde, Melissa arbeitet noch bei uns. Sie ist noch da. Das grüne Auto. Das Bootauto. Nur sie war jetzt krank, hat Magen-Darm-Grippe gehabt. Seit gestern geht es ihr besser. Ja, und ich habe gesagt, sie soll sich ausruhen, bis sie sich fit fühlt. Gestern kam sie dann abends vorbei noch, weil es ihr ein bisschen besser geht. Jetzt sie wieder ausruhen ein bisschen, aber am Abend kommt sie wieder bestimmt. Wo wohnen die Wollnis? Die Wollnis wohnen auch hier in Ilija, Freunde. Jetzt genau, wo die wohnen, ist jetzt nicht schön, glaube ich, wenn ich das sage. Das gehört sich nicht. Aber hier in Ilija. Hallo Moin, wie heißt das Lied, das du im Auto gehört hast, als du uns abgeholt hast und zu deiner Bar gefahren bist? Ah, das Crazy Lied meinst du hier.
Das war von Capital Bra. Das letzte Lied war das. Eingeladen und geteilt. Freue mich auf Dezember. Komm mit meiner Mama Erika ins City Royal Paradise. Freue mich, wenn ihr da seid. Meldet euch. Wie gesagt, die Wollnys wohnen in Illisa auch. Aber ich glaube, die wollten auch umziehen. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ist halt von den Einheimischen sehr beliebte, auch von den Urlaubern beliebte Gegend, weil das halt nicht so teuer war. Aber jetzt mittlerweile sind hier auch die Preise explodiert. Hier gab es Wohnungen für 20.000, 30.000 Euro zu kaufen. Ja, überall. Voll viele Wohnungen für 30.000 Euro war es locker dabei. Und jetzt bist du bei 60.000 Euro ungefähr für eine Wohnung hier. Obwohl 60.000 ist auch knapp 70, 80, 100. Ja, das sind dann solche Neubauwohnungen. Hier ist überall auch Neubau. Sehr viel Neubau gemacht. Aber wir fahren jetzt ein bisschen höher zum Markt. Richtig türkischer Markt ist das. Dann hier gibt es so Frühstücksecken. Das ist für Frühstück. Da frühstücken die Einheimischen. Hier leben die meisten, die bei euch zum Beispiel, also viele, die im Hotel arbeiten. Der Barman, der Security, ja, die ist der, das. Hier leben halt sehr, sehr viele, die im Tourismus arbeiten. Und abgesehen davon halt auch Deutsche leben hier viele. Ah, hier haben wir schon einen Deutschen, glaube ich. Sieht schon ziemlich deutsch aus. Das war ein Deutscher. Erste deutsche Dillinger. Dann gibt es hier Apotheken. So ist jetzt eigentlich die einheimische Türkei, Freunde, wenn man so weg vom Tourismus ist, ähnelt halt sehr viel schon dieser Ecke. Mikros. Hier vorne ist eine sehr schöne Moschee. Da treffen wir uns am Freitag immer und gehen alle gemeinsam beten. Freitags. Freitags ist wie in Deutschland der Sonntag. Hallo Freunde der Sonne, hallo. Hier ist der Markt. Pazar. Jetzt gehen wir auf den Markt einmal. Gucken mal, was es kostet. Das ist jetzt so einheimischer Markt, ne? Maskenpflicht ist schon lange nicht mehr, zum Glück. Was heißt zum Glück? Der eine zum Glück, der andere schade. Wie man es nimmt, ne? Kann man sich ja heutzutage nicht mehr äußern. So, hier sind wir angekommen auf einem richtig einheimischen türkischen Pazar, Freunde. Warte. Das Aussteigen ist so ein bisschen blöd bei dem Ding. Wir wollen im April nochmal kommen. Weißt du, ob das Orange Paloma, die Pools außen geheizt sind? Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gibt viele Hotels, wo es geheizt ist. So, jetzt sind wir auf dem türkischen Markt. Hier gibt es sehr viel Schönes. Merhaba daye. Merhaba. Avocado. Ah, schöne das. Richtig schöne Granatäpfel. Ha, Freunde, und das hier ist richtig süß. Das heißt im Hörner vom Ziege. Das ist wie eine Schokolade. Das ist vom Baum, ist das. Das brichst du durch, kannst du essen. Das ist richtig lecker, ist das, ja. Schön. Abicim, turşu ne kadar? Turşu 10 lira. 10 lira? Evet. Tamam, bir tane alacağım. Ich kaufe solche Peperonis, mag ich beim Essen. Das ist handgemachte. Handgemacht im Dorf von Frauen. Und die schmecken richtig lecker, die scharfen Peperonis. Die haben so einen ganz anderen Geschmack, als wenn man das in der Dose kauft. Teşekkürler. Kapağını açarken yavaş aç. Hä? Kapağını açarken yavaş aç. Tamam. Tamam. Ich zahle jetzt mit Euro. Türk parası yok mu ya? Tele yok. Şu anda 18.30'da. Sen 18'den say çok karlı çıkarsın. Anladın? Ben sana hesaplarım. Şu anda 18.30 ama sen 18'den say karlı çıkarsın. Ich sage Ihnen gerade einen guten Kurs, dass er nicht verliert durch den Euro. Ne? 360 yapıyor. 360 yapıyor. 3 yok. 5 euro. 5 euro yok. Kaç
kaç para? Lan bu 3 arkadaşı vardır ya. 10 lira ya. 10 lira yok bana gerçekten. Yok yok. Yok. Var mı sende? Hayır. Hep daha iyi ya. Öyle ya. Yok yok ya. Sen dolaş gel de. Wir kriegen unser Euro nicht los. Ich muss klein machen. Ich wollte, dass er das klein macht. 10 Euro? 10 Euro? Ja, dolaş gel en son benden alırsın şey benden. Okay, ihr seid schon zum Schluss bei ihm vorbei, er hat kein Geld. Tamam, hadi görüşürüz. Normal, sende var mı Euro? Var mı? Bozdurur musun? Ya işte diyorum ya, ürün alırsak. Freunde, hier ist Honig. Ama ben valla tatlı kullanmıyorum ya. Yayla balı, mesela o karakolan balı. Ama ben bal hiç yemiyorum, valla. O ne? Yok, çok tatlı sevmiyorum. Ama normal çok güzel, normal sehr gut, aber ich esse kein Honig. Ja, normal kann man echt zahlen, ne? Ich wollte, dass er den 20er in Lehre macht, dass ich leichter habe. Aber er hatte nicht genug Geld. Hm. Oh. Siz neye çekersin? Tanıtıyoruz, buraları tanıtıyoruz. Manavı, turistler gelsin diye. Acaba? Tabii ki. Belgesel mi yapıyorsun? Belgesel. Ah, das ganz leckere Mandarin. Freunde, diesen grün. Aber lecker. Darf ich probieren? Danke. Aber ich nehme auch sofort 2 Kilo. 2 Kilo 15. Willst du? Ja, bitte. Dankeschön. Weil er kann sogar perfekt Deutsch. Dann nimmt er auch Euro bestimmt. Alman, du kannst Deutsch, dann nimmst du auch Euro, oder? Mir egal. Geld ist Geld trotzdem. Geld ist Geld, super. Ich kann wechseln. Dankeschön, ja. Freunde, das sind echte Mandarinen von uns hier in der Türkei. Also sind ja eh alles Türkei, aber hier in der Nähe ist das ganz frisch vom Baum. Ne zaman ağaçtan çıktı? Ne zaman çıktı? Ja, dün gibi değil mi? Ama dün kestim. Ich habe gestern abgeschnitten. Gestern abgeschnitten. Zahlen mit 20 Euro. Ich liebe das, wenn die richtig frisch sind, Freunde, das ist richtig lecker. Und dann kostet 2 Kilo? 15 Lire. 15 Lire, das ist nicht mal 1 Euro. Ja. Nicht mal 1 Euro, 80 Cent oder so hier. Orada para bıraktın 20 euro. Das kann ich aber nicht wechseln. Echt jetzt? Mach keinen Quatsch. Ja, ich hab okay, Euro, aber ich hab leider. Du kannst auch Lire geben. Kurs biraz düşük al. Şuraya bırakabilir miyim? Ja, ja. Danke schön. 18'den alsan. 10 euro vereyim. 10 euro, 10 euro habe ich schon mal zurück. Freunde, als ob man. Mein Kameramann soll auch probieren. Als ob man gerade, weiß ich nicht, ja, glücklich wird. Richtig fresh. Sowas von frischer Geschmack gibt es nicht. Ich könnte mich da reinlegen, ja. Lecker. Freunde, 2 Kilo nur 80 Cent oder so. Ich glaube, der Preis ist fair. Was kostet das in Deutschland? €165. Super. Jetzt haben wir auch genug Lire wieder. Ja, jetzt wechselt eigentlich jeder Euro hier auf dem Markt. Fast jeder, wer Geld hat. Und jetzt können wir damit einkaufen. Ich hole das gleich, ist okay, beim Rückweg. Dankeschön, da musst du jetzt nicht dran. So. Oh, hier sind wir richtig. Genau dafür bin ich gekommen, Freunde. Dafür bin ich gekommen. Hier haben wir richtige, originale Erdnüsse. Erdnüsse, die unten, die aus der Erde kommen. Ne? Erdnüsse kommen aus der Erde. Aber das sind rohe. Die sind nicht geröstet oder so. Und die liebe ich über alles. Davon kaufe ich jetzt richtig viel. Käse, den ihr blind nehmt? Teşekkürler. Die machst du so auf, ne? So, dann. Mmh, Freunde, so frisch, ne? Hä? Ich war mal. Richtig lecker, Freunde. Das ist. Ich habe ja mit meinem Magen halt immer Schwierigkeiten, oft. Guck mal, wie frisch. Seht ihr das?
Richtig lecker. Mhm. Käse. Kilosu ne kadar? 25. 25. Tamam, bir 2 kilo alabilir miyim? Tamam. Teşekkürler. Aynı kilo kostu. Siz de televizyonda mı geldiniz? Yok, tanıtıyoruz bu pazarı, turist de gelsin. Ha, iyi. 25 lira kostet das. Eine Kilo. Aber normal, ich sag so, in Türkei, das ist, man kann ein bisschen handeln, aber man soll es nicht übertreiben. Das ist, wie heißt das? Bei uns ist das eigentlich Pflicht zu handeln. Man sagt das, dass es Pflicht ist zu handeln. Ja? Zum Beispiel der Prophet Mohammed, bei uns ist er der Glaube der Islam, der hat auch gehandelt. Und deswegen gehört es zu der, man soll ja so sein wie er, man soll ihn halt nachmachen, sag ich mal, im Guten. Und der hat gehandelt und deswegen sollte man auch handeln, aber man sollte halt nicht übertreiben und den Menschen ausnehmen, sag ich mal. Ne? Zum Beispiel, ich könnte jetzt eigentlich sagen, bei 25 eine Kilo, wäre normal, wäre mein Papa jetzt oder jemand anders, der würde 100% sagen, ich zahle nicht mehr, ich zahle dir 40, Beispiel, ja, anstatt 50. Aber bei mir, ich freue mich, wenn jemand ein bisschen mehr verdient, aber theoretisch ist das Handeln halt auch in der Türkei ein bisschen wie Pflicht, aber jetzt nicht jetzt bei allen Sachen, aber bei so beim Markt wie hier, wenn man mehr kauft, kann man schon ein bisschen handeln. Teyze güzelleri atıyorsun değil mi? Ya işte seçilirim. Bu arkadaşım benimki bitti de. Başka var mı? Benimkinden dur biraz vereyim sana. Ver ya sizinkine. Tamam. Bu şey atayım mı şuraya? Das riecht lecker, die Erdnüsse. Guck mal, hier ist. Hä? Und hier sind dann Granatäpfel. Das ist von ihrem eigenen Garten, ist das? Schaut mal. Açabilirim. So. Richtig schön rot. Und Nar heißt Ziede, Freunde. Nar bedeutet Ziede. Ja, die Übersetzung. Damals hieß die Stadt Side Nar und das heißt Granatapfel. Der Name von Side war Nar. Oh, bah. Ich würde jetzt auch welche kaufen eigentlich, aber das ist mir zu schwer, ehrlich gesagt. Und ich esse nicht so viel von diesem Granatapfel. Ich esse nicht so viel. Ich presse das manchmal. Grapefruit ist auch lecker. Grapefruit Alimben Osman Bikilo. Bir kilosu ne kadar? 10 lira. Çok değil mi teyze? Biraz indirim yap bize. Teyze. Hey. Sen nerelisin? Ben Ankaralıyım. Merhaba. Nar 10 lira. Antalya'sıydı. Facebook'ta. Antalya Side Muhammed Başaran. Tamam, biliyor musun? Takip ediyorum. Teşekkürler. Hazi sucht extra die besten aus. Tamam teyze sen devam et, ben sana para vereyim. Biraz sonra alacağım, tamam? Tamam. Ben 50 liralık ayarlayayım. 2 kilo da gıda ediyorsun. Senin işini evet. Yapabilirsin. Bir de... Dönüşte gel buraya. Tamam geleceğim tabii, para verdim ya. Geldim. Sie sagt, komm vorbei bei Rücken. Ich sage, ja, natürlich, ich habe ja schon gezahlt. Tamam. Tamam, sie sucht extra die Besten aus, ganz lieb, ja. Çok teşekkürler, Teyze. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Gleich auf Rückweg kann ich das einsammeln. Kolay gelsin. Hier gibt es auch schön Peperoni, Aubergine. Und das sind sehr schöne Aubergine, das ist aus ihrem Garten. Man sieht, die sind kleiner, die sind nicht so dieses echte Ding, also nicht diese Dings. Tam original bunlar, doğal değil mi? Bahçeden. Richtig schön vom Garten. Aber wenn yemek yapmayı bilseydim alırdım. Ama yapamıyorum ya. Çok sağ olun. Ich kann leider nicht kochen, habe ich gesagt, sonst würde ich das kaufen. Hier gibt es richtig viel Gewürze, ganz gesunde Tees und so, Freunde. Richtig schöne Sachen, Sesam. Das Tierfutter, glaube ich, das hier, diese kleinere. Boah, es ist jetzt richtig Granatapfelzeit. Schaut euch das mal an. Erlebilir miyiz? Sağ ol. Schaut mal, wie groß. Fast wie mein Kopf.
Richtig groß Granatapfel, ja. Schön, ja. Çok güzel, maşallah. Hepsi de böyle doğal değil mi? Bahçeden. Kendi bahçemizin, evet. Çok güzel ya. Bunu hiç görmedim, bu ne? Reklam ya, yemek. Yemek için? Das habe ich noch nie gesehen, ich weiß gar nicht, was das ist. Bulaşıkta mı? Banyoda, banyoda. Abi, kuru, şimdi yemek yapılıyor, kuruduğunda da banyo lifi oluyor. Ha, banyo lifi şey. Wenn das austrocknet, jetzt kann man Essen machen, wenn es getrocknet ist, dann kann man in Dusche, kann man sich damit einreiben. Ist was Gesundes. Habe ich noch nie gesehen, ja. Çok ilk kez gördüm, çok güzel, ja. Çok teşekkürler Daya. Sizden alalım bir şey de şu anda lazım olanı bilmiyorum valla. Ben yemek yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bu ne? Was das? Bu da Rettner, onun yemeğini yapıyor yabancı. Das machen, damit kann man Essen machen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Bu böyle yenilir mi? Yiyorlar ama ne yerler bilmem. Biz kırmızısını yeriz, onu nasıl yeriz? Sie sagt, die Ausländer essen das meist. Ich sag, kann man das so essen? Ich sag, wir Türken essen das nicht so, aber die Ausländer essen das irgendwie. Tamam, ich nehme eine mit, ya. Bir tane ben bundan alacağım. Alayım bir tane bundan. Dragon, bu ne kadar teyze? Al iki tane alınmış. Ha, biraz eş bozuldu değil mi? Ya da iyi mi? Şey yok, sadece şurasına bak. Hı hı. Böyle aşırı bozuk yok. Şurası anladım. Şurada. Ne kadar yaparsın bu ikisine? Ver 10 lira ver. Tamam. Ich hole auch noch zwei Dragonfruchten. Die sind halt ein bisschen schon in die Tage gekommen. Aber egal, bevor sie das nicht mehr verkauft und so. Teşekkürler. Zehn Lire kostet das nur. Ich gebe 15, weil so nett alles erklärt. 15. Tamam. Ja, böyle güzel anlattığınız için sağ ol. Teşekkürler. Heiligler. Dann kriegen wir noch eine Geschenk. Dankeschön. Sal. Heiligschlef. Zum Beispiel Granatapfel. Kilosu ne kadardı? Eine Kilo. Also man kann 3 Kilo holen für 1 Euro fast. Nee. Ja, man kann fast 4 Kilo holen für 1 Euro, Freunde. Granatapfel 4 Kilo, 1 Euro nur. Merhaba. Also Granatapfel kostet in Türkei 4 Kilo 1 Euro. Das ist echt schon günstig. Apfel kostet 1 Kilo. 1 Kilo kostet 1,5 Euro fast. Also 50 Cent 1,5 Euro. Dann gibt es hier richtig frische Oliven von Olivenbäumen, die man dann selber einlegen muss. Hier. Das sind richtig schön. Oh, ein bisschen Paprika brauche ich. Original aus dem Garten. 1 Kilo kostet 1 Euro. Super. Wie Kilo alabilir miyim teyze? Teşekkürler. Çekim ne yapıyorsun? Aha, buraları tanıtıyoruz. Turist de gelsin. Nerelisiniz? Ankara, Haymana. Leyleyley. 1 kilo. Ama güzeller kırmızı da o böyle güzel. Bunun kızaracağı bu kadar. Bundan fazlası kızarmaz yani. Tabii yok, ben yiyeceğim. Evet, çiğ yiyeceğim. Seviyorum ya böyle. Ich esse diese Paprika, esse ich roh gerne. Roh schmeckt das richtig lecker für mich. Ich brate es nicht. Ben de görelim nasıl çekim. Tamam. Çünkü görmesem olmaz, merak ederim. Tamam, Antalya Side. Facebook var mı sizde? Şimdi var. Antalya Side. M. Başaran. Orada görürsünüz. Her gün video yapıyoruz. Hotel tanıtıyoruz. Evet. Şelale tanıtıyoruz. Her yeri. Bugün de pazarı tanıtıyoruz. Evet. Ya, yoksa misafir görmez yani neler var. Evet. Manavgat pazarı böyle tanıttılar. Antalya Side. M. Başaran. Aynı bak. Biliyor sanki sayfa. Sağ olun. Teşekkürler teyze. Super, jetzt haben wir das auch noch. Oliven liebe ich auch.
Oliven und so mag ich auch. Aber jetzt, mein Bruder wartet, bei meinem Papa zu Hause sind die im Dorf. Wir fahren jetzt dahin zusammen. Ich glaube, das reicht erstmal, ja. Für mich war halt wirklich wichtig, diese Nüsse zu holen, erstmal. Ja, hier gibt es alles Mögliche. Guckt euch das mal an. Richtig schön. Gewürze, Bienen, guck mal. Bienen sind hier drinne. Originale Bienen, original. Bak arılar bile seviyor balını maşallah ya. Doğal yere gelir balın, doğalına gelir. Richtig schön. Değil mi? Hier sind Gewürze. Hier sind Gewürze, schöne Nüsse. Ha, hier müssen wir was kaufen noch. Warte. Wo sehe ich das? Dankeschön. Wie viel haben wir noch von Lira? Also bis jetzt haben wir nicht mal 10 Euro ausgegeben, Freunde. Bis jetzt, wir haben noch gar nichts ausgegeben. So viel gekauft, aber ich habe immer noch Handvoll Geld. 10 Euro hier, das andere ist hier. Kolay gelsin, Müdür. Hoş bulduk. 100 Gramm ne kadar? 100 Gramm 25 Lira. 25 Lira. Sen bana 200 Gramm ver oradan lütfen. 200 Gramm. Ich kaufe Walnuss. 100 Gramm kostet 1 Euro. Ne, 1 Euro noch was. 1,30 Euro ungefähr. Tamam, 200 Gramm. Yok, karıştır, karıştır. Ama nasıl yapacağız? Ölçemezsin. Sıkıntı yok, ben hallederim. 200 Gramm yaptık ya. Tamam. Sen bundan da atı ver böyle. Bu natürel, bunu kavrulmuş. Natürel. Ama bozuk tadı yok değil mi? Çünkü... Deney vereceğim. Ama probiyen. Şeye de baksın, paşam da baksın. Al paşam. Al bir tane, iki tane. Yeni bir tane. Eines natürlich, das andere Dings. Yeni bu senenin ürünü. Boah. Ja. Bombe. Morgens bei Frühstück mit Nüsse und so. Hammer. 200 Gramm da bundan. Ja. At ya, at hepsini atayım ya. 300 gram efendim burada. Tamam. Şöyle sana 300 gram dedim. Yarım kilo. Ne yarım kilo ya? 10 gram eksiyle. Şöyle. Tamam. Başka bir şey var mı? Yok. Ne kadar para tutar? Baştan 6 kere 3. 6 kere 3, 18, 15'ti. 30, 45. Şeye gelsin. 15'ten gelir, 45. 50 de bu, 95. 95. 95. Ich habe nur noch 70 Lira, aber es kostet 59, das heißt Euro ödeyeceğim abi. Bu normal 150'ye geldi yani, 180 ya. Tamam. Tamam, indirim yaptım biraz. Aha. Teşekkürler. 300 gram hesaba denk geldi abi. Tamam. 180 yapıyor. Evet. Also ich gebe jetzt, ich habe Euro gegeben. Ich muss jetzt für diese Nüsse ungefähr 7 Euro zahlen, oder 6 Euro, glaube ich. 6 Euro. 5 Euro? Ne, 5 Euro. Şöyle. Tamam. 95 dedik, totalda. 100, 150, 180. Tamam, teşekkürler. Çok sağ ol. Bana açık olsun şeyimiz diye kapıda. Yok, sağ ol. Ne demek, dayım. Also, hayırlı işler. Also, für das alles Nüsse original, 5 Euro. In Türkei sind Nüsse vielleicht ein bisschen teurer, weiß ich, aber in Deutschland wäre es schon noch teurer. Das ist eine halbe Kilo Nüsse. So, das ist auch noch wichtig für unsere gute Ernährung, Freunde, um fit zu sein. Und dann mache ich das auch noch hier rein. Kolay gelsin. Hoş bulduk. 100 Gramm ne kadar rein? 5 Lira. 5 Lira. Tamam, sen böyle bir karıştır şundan, bundan, şundan. Bu ne kadar olsun? At biraz. Tamam, yeter. Aynı böyle. Ondan da aynı. Ondan var evde değil mi? Var. Şundan alalım. Ama içinde şey yok değil mi? Bunlar ayrı katan. He? Bunlar ayrı katan. Öyle mi? Hier ist Aprikose noch. Aprikose mag ich auch. Richtig leckere Aprikose. Das kommt dann alles morgens früh in unsere Dings. Şundan alalım lütfen. Bunlar istiyor mu? Şundan istemem. Ondan var evde ya bu. Bunlar ne oluyor?
Doldur biraz. Aynen. Bu yeter, aynen. Also das ist echt sehr günstig, das kostet glaube ich 100 Gramm. Ein kleiner Junge ist weggerannt auf Straße, habe ich irgendwie Angst gehabt. Okay? Tamam. Kaçta? Ne kadar ustam? 30, 40 lira. 40 lira. Yok, sağ ol, tamam. Sağ ol, sahil, pekmez. Yok, gerçekten gerek yok, sağ ol. Heilisler, 40 lira, das 2 Euro abi, ungefähr. Damlar, 2 Euro Rosinen und Aprikosen getrocknet. Das kommt in morgens zum Frühstück. Hier gibt es dann ganz viele Süßigkeiten, Walnüsse, Mehl. Achso, und hier gibt es dann auch ein bisschen Kleidung, Freunde, auf diesem Markt. BHs für Frauen kostet 2 Euro. Aber echt tolle BHs dabei. Ich guck mal jetzt nicht so viel, weil die Einheimischen verstehen es falsch, wenn Männer BHs zeigen. Hier haben wir Socken. Eine Socke kostet 5 Lire, also 10 Cent. Ne. 30 Cent ungefähr eine Socke. Oder warte mal, habe ich falsch gerechnet? Hey, Kleiner. Dann gibt es hier Latschen. Kolaygelsin. Dein ne kadar? Tamam, sıkıntı yok. Biz zaten fiyat soracaktık. Sağ ol. 40 lira, tamam. Also die Latschen kosten 40 lira. Das sind dann 2 Euro oder 2,50 Euro. Ungefähr. Kann sein, dass ich ein bisschen mal falsch rechne, weil ich sag's halt sehr schnell, ne? Dann gibt es hier solche Nike. Schwarz. Dein Neckar? Giselle. Aber güzel sanki. Ah, bu da güzel. Das sieht schön aus, ja? Güzel. Şimdi 12 Euro'ya satsam bir mal bu. Turizm pazarında. Burada düzgün içeride görüyoruz. Şimdi geçen gün şu an. Numaraları var. Tamam. Kaç dedin? 150. En son ne yaparsın? En son olacak. En son. En sonu düşünelim. Ha, dönelim. Bunlar düşünürseniz, bunlar 120 lira. 120. Buna 100 lira veririm. Olursa. Canı sağ olsun. Yüzden üstüne ben kendim alıyorum. Vallahi. 12 euroya satıyorum peşin bu pazarın. Hmm. Ama burada 10 lira karıyla satıyorum ben burada, 10 lira. He, bu pazar şöyle ki yani, birkaç parça bulamıyorsun esas. Anladım, parça. Anladım. Böyle ha. Bu şekilde. Ha, sen de haklısın yani. Tamam, çok teşekkürler Sal. Also, die Hose hat 150 lira kostet, etwa 10 Euro. Bisschen weniger als 10 Euro. Aber ich brauchte jetzt nicht so dringend so eine Hose. Ich habe ihn gefragt, ob das von 100 lira okay ist. 100 Lire ist auch schon yani gut, aber das hat er gesagt, ist nicht so ganz gut, der Preis. Da habe ich gesagt, nee, dann nicht. Ah, Bananen, leckere Bananen. Muz var mı evde da? Az da mı? Da, muzun kilosu ne kadar? 12. O zaman bir kilo alalım. Tadına bakabilir miyim? Eine Kilo kostet nur 12 Lire. Bananen. Und die sind richtig lecker, Freunde. Die schmecken wie Honig. Mmh. Richtig lecker, ja. Das sind Bananen, Freunde. Mmh. Ich zahle noch ein bisschen mehr, weil ich habe eine Banane gegessen. Und ich gebe mir dann. Wie Kilo da hat er mehr? Ne, eine Jerat. Hat das Pack. Ich nehme noch ein Kilo, ja. Der Preis ist gut. Also 70 Cent, ein Kilo, 80 Cent. Das war sogar ein bisschen mehr als 2 Kilo. Kaç yapıyor? 26.
20. Tamam böyle, teşekkürler. Ich habe ein bisschen mehr gelassen, dankeschön. Sorry. Ich habe ein bisschen mehr gelassen, hat er mir dann ein paar Bananen noch geschenkt. So, jetzt sammeln wir unsere Früchte ein und gehen jetzt Tee trinken, türkischen lecker. Oh, das ist so, ich könnte hier einkaufen bis morgen früh, ja. Bis leckere. Oh, Avocados. Eier. Also, die meine ich nicht mit lecker, ich meine, das ist Weintrauben, die haben mich so angezogen. Die sind so lecker süß, die Weintrauben. Tomaten, richtig von Natur, Pilze. Okay, wo waren unsere Sachen? Risa, wo waren unsere Sachen? Bizim burada var mıydı bizim bir şey yok değil mi? Aldık değil mi? Bu etmiş müzuk bu alles was liegen gelassen haben. Na klar. Ah hier war das Nüsse. Ha. Unsere Nüsse. Teyze kolay gelsin. Şunlar benim mi? Ach so, ist nicht meins. Bu ve bu. Teşekkürler. Und hier sind unsere Weintrauben. Dankeschön. Wie ist dein Name? Osman. Freunde, wenn ihr auf Pazar seid hier in Ilija, einmal Osman besuchen auf jeden Fall. Er wird euch auch helfen bei anderen Sachen hier, oder? Danke dir, Osman. Ciao. Danke. Osman kann so gut Deutsch. Nächstes Jahr arbeitet er bei Freunden der Sonne, hoffe ich mal. Vielleicht macht er mit. Es scheint ein sehr guter zu sein. Wenn er Lust hat, natürlich. Ich habe noch was hier irgendwo gehabt. Hier habe ich noch, burada da bir şey var, değil mi? Ha, mein Schaf Peperonis, genau. Erstmal packen wir das in Roller. In Dings Automobil. Warte. Zack. Zack, zack. Boah, wir haben gut eingekauft, ja. Bey benim biber nerede? Buyur amcam. Ha hier. Tamam. Para vermedik mi? Ach wir haben noch nicht gezahlt. İyi içe, para vermedik. Bozdurmadık değil mi? Ya yapma geç tutar ya. Her yerde ödedik de seninkini ödemedik, pardon. Valla kusura bakma, aklımda değildi ya. Wir haben fast nicht gezahlt, Freunde. Ich habe vergessen, ja. Wir haben ja überall gezahlt und nur noch mitgenommen. Ich wollte jetzt gerade mitnehmen, aber am Anfang, er konnte ja nicht wechseln. Das ist ein blödes Gefühl, ne? Wenn man so, wenn man denkt, wenn man, wenn die anderen denken, man ist Betrüger, ey. Das ist echt blöd. Kommst du, Resi? Mach die Füße nach oben diesmal. Ah. Le, 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 he. Jetzt fahren wir zu meinem Papa. Wir haben jetzt eigentlich nicht ganz alles vom Markt gezeigt. Also doch schon vieles, aber denke ich mal, sodass man einen kleinen Eindruck haben kann. Wenn das Video bis jetzt gefallen hat, lasst bitte ein Däumchen da, das freut uns sehr. Und denkt an das Gewinnspiel, Freunde, wer das Video teilt und einen Freund markiert, hat die Chance, auch so ein türkisches Auge zu gewinnen, wo ich den Namen drauf schreibe. Und dann bei uns in der Bar hängen wir das auf. Und wenn ihr kommt, könnt ihr das Auge abholen. Und im Live-Video hänge ich das auf mit liebe Grüße natürlich. Mein Papa wohnt nicht weit vom Markt. Mein Papa mag das so einheimisch, also so wie so ein Dorfleben, sag ich mal. Er hat Hühner, er hat viele Tiere. Manchmal kaufen wir ihn Schafe. Dann hat er Schafe. Nur das wurde jetzt so anstrengend mit Schafen, weil er muss halt viel laufen. Er läuft gut und so, aber das war dann ein bisschen viel hinter Schafen her, wenn die wegrennen. Das ist nicht so die Welt. Jetzt mein Bruder auch gerade da. Jetzt fahren wir da hin. Trinken, türkischen Tee. Guck mal, hier sind Hühner auf Straße. Guck, 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 guck. Ricki, ricki. Freunde, ich wollte vor 3 Jahren eine Wohnung kaufen hier. Die hat gekostet 100.000 Lire. Ja, vor 3 Jahren. 100.000 Lire, 150.000 Lire ungefähr.
jetzt kostet die 2 Millionen Lire. Fast um das Zehnfache gestiegen. Das ist schon extrem. Hier sind die Gänse von meinem Papa. Jetzt sind wir da. Din, din, din. Jetzt kommt langsam der Winter. Boris? Boris? Boris gitti mi baba? Vallahi bir şeyler dedi ya. Vallahi. Senin geleceğini dedi de. Tamam. Çay var mı baba? Çay var. Sağ ol, canlı yayında geldik. Haberim duydu mu da? Ha. Tamam. So, mein Papa ist hier. Und das ist jetzt das so ein Dorf, sag ich mal, so wie ein Dorf. Ich zeig euch das. Rıza sen bir çay doldursana bize. Rizi Elbizi holt uns jetzt einen Tee. Trinken wir zusammen mit ihnen Tee. Ja, und das sind dann Melonen, die sind auch von der Natur alles. Das sind jetzt die Gänse, die mein Papa hat. Ja. Und hier ist dann drinne Hühner in diese. Das hat mein Papa selber gebaut alles. Ja. Ich habe ihn gefragt, natürlich wollen wir das einmal richtig professionell bauen lassen. Das kostet ja wirklich nicht viel. Für 100, 200 Euro kriegst du hier so tack, richtig schöne Dings hin. Aber er mag das halt, das Basteln, das selber machen. Das ist was Besonderes für ihn. Hier hat er eigene Dings gebaut, so ein Grill. Ja, das hat er selber gebaut. Das ist sein Grillhäuschen. Und wenn er grillt, dann die Nachbarschaft sieht es, riecht es, kommen alle her und der verteilt es dann und so. Ja, das ist ein richtig natürliches Leben. Dann hier bei dem Grill. Stand mal irgendwo Jasmin oder so und Emina. Hat er in das Beton reingraviert. Aber sieht man irgendwie nicht mehr. Das ist nicht mehr zu sehen. Hier war halt der Garten. Jetzt kommt der Winter langsam, deswegen ist jetzt alles schon Ende. Ne? Davor sah das schön aus mit alles mögliche. Melonen, dies, das, hier ganz wie Sonnenblumen, Peperonis, alles mögliche waren hier. Und das jetzt halt, er braucht eigentlich gar nichts hier. Könnte theoretisch so überleben. Tamam. Hier ist mein Papa. Hallo. Hallo. Jawohl. Alles klar. Danke, danke, Papa. Wunderbares. Und hier kann man sitzen so, ne? Und dann unter den Olivenbäumen. Echte Olivenbäume sind es beides. Drei ganz alte Olivenbäume, die damals auch schon. Ist voll mit Oliven alles übrigens. Guck mal. So sieht es aus, Oliven. Ne? Guck, bei Papa können wir auch mal gehen. Nach 15 Tagen müssen alle pflücken. Nach 15 Tagen müssen alle gepflückt werden. Das ist von Öloliven, die andere. Das ist Öloliven, sagt er, für Öl und die anderen zum Essen. Ja. Aber das sind kleinere. Ja. Und Olivenbäume können bis zu über 1000 Jahre alt werden, soweit ich weiß, Freunde. Und im Sommer ist das so schön, der Schatten hier. Richtig schön. So sieht es aus. Und jetzt hier können wir öfter mal Papa besuchen. Und dann essen wir hier zusammen. Opa, zack. Zack, zack, zack. Ja, jawohl, man hört sogar die Enten. Papa, hast du das gebracht? Ja. Was denn ist denn? Hoş geldiniz. Alles klar. Dankeschön. Das ist lecker birine. Rıza, bir motordan alsana babayı da şeyleri. Biraz einen. Buraya bırak. Ne? Wir haben heute ein bisschen Obst, Gemüse gekauft. Also ja, man kauft. Ist egal. Kann ein bisschen auch hier bleiben bei dir. Ja. Frische Früchte hast du ja genug anscheinend. Oh, die leckeren Mandarinen. Ja. Oh. Gestern schon frisch lang. Gestern? Ja. Richtig schön, diese grünen, die was ich so liebe. Die sind echt lecker. Und sonst, Papa, wie ist alles bio. Wie alles geht's? Alles klar? Ja, alles gut. Was machen die Frauen? Was machen? Alles loslassen. Was machen die Frauen? Einfach so. Aber was denn hier, Bruder? Sen fıstık, ben yedim valla. Es. Valla. Ya. Tam hoşuma gitmedi işte. Sen bunların yarısını burada bırak, yarısı götürelim. Rıza, bir dinle dayı. Fıstığı hep buraya götür. Ya öbürleri. Muzi de 2-3 tane bize bırak.
Aynen. Öbürünü Muhammed yerseniz hani. Tamam. Sen oraya koy hallederiz. Guck mal ja Hühnchen. Guck mal, hier kommt ein Huhn. Uyruğunu koparmışlar köpekler. Gel. 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 Yakala. Hani şu an han. Und meine Enten alles da. Mhm. Alles so. Jetzt war Regen ein paar Tage, ne, Papa? Ja. Was hast du gemacht in Regen? Ich? Ja. Nur Fernsehen zu schauen. Nur Fernsehen? Ja. Guckst du wieder Politik Erdogan? Alles, ja. Guckst du wieder. Also Erdogan hat also Nachrichten und Erdogan so, ne? Erdogan besser, hilft überall. Ja. Ja, ehrlich. Besser wie Putin. Besser wie Putin. Ja, Putin. Das ist wahr. Das ist wahr. Putin verrückt. Putin dreht durch, ne? Genau so. Super, und dein Sohn ist auch besuchen dich immer, ne? Ja. Schön, ja. Unser Bruder, also mein Bruder ist auch hier. Ist auch schön. Freuen wir uns sehr, der war auch in Deutschland lange Zeit. Und jetzt ist der wahrscheinlich auch für immer hier, eventuell. Ist auch sehr schön, das freut uns sehr. Kein Grün, alles super. Mmh. Alles sehr schön. Mein Bruder hat was gekauft, Freunde, ich zeig euch das mal jetzt. Warte. Warte, zeig euch was. Oh oh. Zack. Schaut mal. Guck mal, was Boris. Mein Bruder ist so ein Survivor-Typ, ne? Was er gekauft hat. Wenn ich mein Mohammed. Oh, lecker türkische Tee. Dankeschön, Rizzi. Trinkst du auch einen? Soda war, Soda. Sende ich mir, Baba. Ich habe genug getrunken mit dir. Freunde, mein Bruder. Mein Bruder. Nein, ist doch schön, klingt schön, Papa. Mein Bruder ist so ein verrückter Survivor, Mann, Junge. Der liebt in die Wälder zu bleiben, der möchte mit Zelten da schlafen. Er ist hinter Gold her. Er hat gesehen, wie viel Gold ich gefunden habe im Meer. Ich habe ja im Meer immer Gold gefunden. Und dann hat er. Und dann hat er was gekauft. Sowas hier, schaut mal, als ob er in Alaska ist. Ja? Das Ding hat er gekauft. Bros. Bros, Papa. Das hat er gekauft. Das ist so eine Goldsuchmaschine, Freunde. Also, ach, ist Goldsuchmaschine. Das ist, Rizabres Aschepams Kamera. Genau. Brasa? Tamam. Das ist so eine, im Fluss kann man damit Gold suchen. Ja, ich habe noch nie gehört, dass es hier irgendwo im Fluss Gold gibt, aber er hat so viel Fantasie, dass er daran glaubt und dass ich auch das cool finde, dass man sowas sich zutraut. Und jetzt in ein paar Tagen werde ich zusammen auf jeden Fall mit ihm gehen und wir werden im Flusse Gold waschen. Und wenn das klappt, Freunde, mit diesem Gold waschen, dann machen wir einen Ausflug, Gold waschen für Freunde der Sonne in der Türkei. Es kann sein, Freunde, also ich sag mal, so kleine Partikel an Gold kann man in jedem Fluss finden, gibt es überall auf der Welt, aber jetzt so wirklich so über einen Millimeter große, das ist, da mussten schon gewisse Struktur an Steinen sein, wo das Wasser ausgewaschen ist, also wo das Fluss den Berg ausgewaschen hat, also rein, der Fluss fließt jetzt Millionen Jahre und wäscht das Gestein raus, da musste dann schon halt so Quarzsteine und dies und das, ich bin jetzt kein Profi, ne? Ich will jetzt auch nicht so klingen, aber das müssten dann andere Gestalten von Steinen sein, aber wir probieren das aus. Ja, und dann ist das halt, dass grobe Steine fließen rüber, ganz kleine Partikel bleiben hier fallen und dann die letzten kleinen bleiben dann, glaube ich, hier irgendwo. Ja, das müssen wir gucken. Aber sieht auf jeden Fall schon professionell aus. Er hat nur Sieb und Teller, alles. Sieb und Teller hat er auch, echt jetzt? Ehrlich. Und das schauen wir uns auch mal an bald. Sieb. Und das ist dann auch schwer, das liegt dann so im Wasser, ja? So liegt es im Wasser und dann fließt es darüber. Ich finde das cool, ich liebe Hobbys, ja? So Hobbys und so, das ist echt was Schönes. Es macht Spaß und ich denke, vielleicht gehe ich, habt ihr Lust, dass wir mal zusammen gehen und dann das anschauen? Ach so, liebe Grüße an deinen Papa, sagen die Gäste, Papa. Danke, Grüß zurück. Liebe Grüße zurück vom Papa, danke. Liebe Freunde, Sonne überall. Und wir können, Freunde, wer Lust hat, mal ein Frühstück bei Papa zu machen. Wir machen eine Frühstückstour, Ausflug zu Papa. Wenn du Lust hast, Papa, ja, wenn du auch Zeit hast, dann... Dann freut sich mein Papa sicherlich auch und hat dann noch ein bisschen
kleine Extra, sag ich mal. Wenn er dann auch hier, hier schöne Frühstück, richtig schön in der türkischen Natur. Frühstück machen können wir für euch, denke ich mal. Wenn ihr Lust habt, dann lasse ich euch abholen vom Hotel hierher. Und dann eine richtige türkische Frühstück, was dann Papa macht für euch. Alle Bio. Alles Bio, also alles natürlich. Könnt ihr dann gerne, wenn ihr Lust habt, mal nachfragen auf WhatsApp. Und dann können wir gucken, ob wir das irgendwie auch organisieren können für euch, dass ihr dann herkommt. Mein Papa freut sich auch über Besuch sehr. Er macht sowas sehr gerne und wenn er dann noch ein bisschen was davon hat, freut er sich sehr natürlich. Das ist ja eine richtig tolle Idee. Danke. Moin, liebe Grüße an euch. Danke, Papa Türk. Omar Sharif, Kompliment. Omar Sharif. Omar Sharif? Ja, richtig. Einmal muss man natürlich sehen. Wenn ihr Gold gefunden habt, sagt Bescheid. Ich wünsche euch viel Freude und Gelingen. Dankeschön. Norbertes, hallo. Wunderschön bei deinem Papa. Ich liebe es. Komm im November, sagt Ina Rase, sagt das Papa. Dankeschön. Gute Idee, sagt Astrid. Ja, das ist, ich möchte eigentlich für meinen Papa auch, also was heißt ich möchte? Mein Papa hat selber genug, das ist alles von ihm Grundstücke und so hier. Und vielleicht machen wir auch für ihn nächstes Jahr, wenn Gott es erlaubt, einen kleinen Frühstücksplatz mit Orangensaft und so schönen Ecke, wo ihr ihn auch besuchen könnt. Weil mir ist aufgefallen, alle Freunde der Sonne, die ihn kennenlernen, mögen ihn wirklich sehr gerne. Ja, und mein Vater ist sehr gesprächsam. Er redet auch gerne mit den Gästen, also ja. Er kann auch länger reden mit denen. Weil bei mir ist halt so, ich bin immer wirklich sehr kurz immer da und dann wieder weg. Also sobald ich hier auf Stopp drücke, muss ich wieder 1000 Sachen machen. Aber das ist halt jetzt eine Lebensphase von mir, wo ich sehr viel zu tun habe, wo ich halt, wo das halt nicht böse gemeint ist, wenn ich nicht sehr viel Zeit habe. Grüßen kann ich jeden, ein, zwei Minuten vielleicht Gespräch. Wenn ich die Zeit habe, mache ich das natürlich. Ansonsten, wenn ich weiter muss, muss ich das dann halt auch sagen, weil am Tag sind über wirklich, egal wo ich hingehe, sind halt wirklich die Freunde der Sonne, was halt auch schön ist. Aber nicht für jeden habe ich halt die gleiche Zeit, sag ich mal, weil ich halt sehr viel auch nebenbei machen muss. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Gas geben muss, Freunde. Und nicht einfach in der Bar sitzen und warten, dass was Schönes passiert, sondern organisatorisch, um professionell arbeiten zu können, Lösungen, dann neue Schritte und so. Und deswegen fünf, sechs Jahre, vielleicht drei, vier Jahre muss ich sehr stark hinter die Sachen stehen. Und dann werde ich sicherlich auch viel, viel mehr Zeit haben und auch ein bisschen vieles auch lockerer angehen können, denke ich mal. Genauso. Aber wenn man, genauso, Papa. Aber wenn man schon Dinge macht, Schritte, dann muss man auch dahinter stehen und nicht einfach mit den Fluss ziehen lassen, sondern da muss ich halt auch für kämpfen, damit es auch alles gut läuft. Danke, eine tolle Idee, sagt Monika. Danke, Monika. Papa, möchtest du auch was sagen? Ich sag, weiß ich nicht. Ich liebe besonders so alles überall. Ich wünsche alles glücklich bei uns, alles gesund. Ich vermisse alles mit Herz. Und ich gerne, Elli, wie kann man bei mir Frühstück machen? Erstmal sehen und probieren. Alles sehr lecker. Dann zuschauen weiter. Da steht drin, Papa ist ein sehr lieber und gastfreundlicher Mensch. Wir waren letztes Jahr im Dezember bei ihm. Wer war das? Kennst du die noch, Papa? Jenny und Kitter. Ich weiß nicht, viele kennen, aber ich. Viele kennen, Papa? Ja, Vorname, Elli, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Sehen, ja. So, gib viele Namen. Ich war froh, euch zu treffen, sagt Albeda. Dankeschön, Albeda. Passt du bist glücklich, muss ganz danke, sein. Danke, Jackie. Du bist ein guter Mensch bei deinem. Danke. Yvonne, ich komme. Komm, Yvonne, let's go. Ja, Freunde, das war heute ein Video. Ihr wisst das Gewinnspiel, wenn ihr auch ein türkisches Auge gewinnen möchtet, was ich dann eure Namen schreibe und dann beim Büro aufhänge im Live-Video bei unserer Bar und was ihr dann abholen könnt, wenn ihr wieder da seid. Einfach einen Freund verlinken, wo ihr denkt, der wird auch die Türkei eventuell mal besuchen und dass er auch dann bei uns im, auf unserer Seite uns verfolgt. Folgt auf unserer Seite, könnt ihr das dann verlinken und dann halt auf zwei, drei Seiten, wenn ihr das noch teilt, könnt ihr das dann auch schreiben in die Kommentare. Ja, ihr müsst dann einfach schreiben, die Videos sind geteilt und verlinkt, haben wir auch jemanden und verlinkt den Namen. Und dann werde ich von diesen drei aussuchen, die dann so ein türkisches Auge gewinnen, was ich dann aufhänge im Live-Video. Du hast mich zum Hotel zurückgefahren und tolle Gefahren. Dankeschön.
Wenn wir wiederkommen, dann ich hundertprozentig, schaue ich vorbei, sagt Diana. Dankeschön. Ja, ihr Lieben, jetzt ist Zeit wieder für die Däumchen und Herzchen, wer Lust hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr jetzt ein Däumchen und Herzchen da lassen. Ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen jetzt, ein bisschen Tee trinken, ein bisschen plappern hier und dann geht's wieder an die Arbeit. Dann warten wir wieder im Reisebüro auf euch. Wir haben am Mittwoch eine ganz besondere Fahrt. Bald gibt es eine ganz, ganz neue Fahrt, Freunde, bei uns. Die werde ich dann ganz genau erzählen für die Wintersaison, sodass man auch im Winter ohne Risiko einen tollen Ausflug erleben kann. Und das, wo ich dann selber dabei bin und das ganze Team auch natürlich. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die ganzen Herzchen. Und ich wünsche euch das Beste vom Besten. Kommt auch im Winter in die Türkei vorbei. Das war's heute mit Freunde der Sonne, mit Papa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alles Gute. Bye.